Erste Beratung des von der Fraktion Die Linke eingebrachten Gesetzentwurfs zur Wiederherstellung des Vorkaufsrechts in Milieuschutzgebieten. Da das nun ein ganz anderes Thema ist, gibt es natürlich wieder einen Platzwechsel. Aber ich bitte Sie, diesen zügig vorzunehmen. Und Unterhaltung nach draußen zu verlagern. So, jetzt mal ein bisschen zack, zack, bitte. Wird ja wohl gehen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und die Abgeordnete Karin Ley für Die Linke erhält das Wort. Oder Karin Ley? Was wäre jetzt richtig? Ley. Ley. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das kommunale Vorkaufsrecht ist faktisch tot. 4 Monate ist es her, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes den Städten ihre schärfste Waffe gegen Spekulation genommen hat. Und 3 Wochen ist es her, dass wir als Linke hier im Bundestag gefordert haben, dass das Vorkaufsrecht sofort wiederhergestellt werden muss. 3 Wochen ist es her, dass auch SPD und Grüne, auch die Regierung, signalisiert haben, die Ministerin, die Staatssekretärin, das Vorkaufsrecht schnellstmöglich wiederherzustellen. Aber bedauerlicherweise liegt bis heute nichts von der Regierung vor. Deswegen bringen wir heute als Linksfraktion einen Gesetzentwurf ein. Die Linke hilft gern, meine Damen und Herren. Seit November, seit der Entscheidung, wurden bereits hunderte Wohnungen an Investoren verkauft. Tausende Mieterinnen und Mieter, wo das Vorkaufsrecht noch beklagt wurde, hängen in der Luft. Das Vorkaufsrecht muss deswegen sofort wiederhergestellt werden. Mieterinnen und Mieter und die Kommunen können nicht länger warten. Und genau deswegen zählt jeder einzelne Tag. Auf zahlreichen Kundgebungen in München und Berlin, in Hamburg und Frankfurt fordern die Betroffenen, wir brauchen ein neues Vorkaufsrecht jetzt. Bisher ist von der Ampel noch nichts vorgelegt worden, und ich finde, das geht wirklich nicht. Und wenn ich die Aussagen in der Presse ernst nehme, dann interpretiere ich das so, dass vor allen Dingen die FDP aus der Bremse steht. Die verehrte Frau Vorsitzende des Bauausschusses, Frau Weser, sagte, nichts überstürzen. Der Kollege Fürst sagt, er hat Zweifel, ob das Geld bei den Vorkäufen richtig angelegt ist. Aber lieber Herr Kollege Fürst, das können die Kommunen doch auch alleine entscheiden. Wir als Linke finden, jeder Euro, der öffentlichen Wohnraum schafft, jeder Euro, der Häuser der Spekulation entzieht, ist gut angelegtes Geld. Meine Damen und Herren, wir fordern als Linke übrigens deutlich mehr. Wir wollen, wie Sie wissen vielleicht aus der letzten Legislaturperiode, dass das Vorkaufsrecht im gesamten Stadtgebiet gezogen werden kann. Wir wollen, dass die Kommunen das zu fairen Preisen tun können, denn ansonsten zahlen sie sicher dumm und dämlich. Und die Vorschläge, die gestern von den Mietervereinen der Großstädte gekommen sind, die gehen genau in diese Richtung. Aber diese Forderungen, die stellen wir heute zurück. Denn wir wollen, dass dieses Gesetz, dieses dringend notwendige, dringende Gesetz, eine Mehrheit findet. Denn die sofortige Wiederherstellung des kommunalen Vorkaufsrechts, die hat oberste Priorität. Und deswegen orientieren wir uns an dem schlanken Gesetzentwurf des Bundesrates des Landes Berlin. Das heißt, SPD und Grüne müssten auch an der Stelle mitgehen können. Und ich freue mich sehr, dass ich in der Presse gelesen habe, dass in Bayern, in München auch die CSU für die Wiederherstellung des Vorkaufsrechts ist. Deswegen freue ich mich darüber, und ich schlage vor, dass wir den Fraktionszwang aufheben, dass wir gegebenenfalls auch gegen den Widerstand der FDP eine Mehrheit für diesen Gesetzentwurf finden werden. Denn die Spekulation mit Häusern, der Ausverkauf der Städte, das Monopoly muss beendet werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, aber vielleicht macht Frau Zollner ja mit.
Als nächste Rednerin erhält das Wort für die SPD-Fraktion die Kollegin Isabel Cademattori. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen in diesem Land leiden nicht nur unter der Pandemie und steigenden Preisen, sondern auch seit Jahren unter steigenden Mieten. Es ist also eine der großen Aufgaben, die vor uns liegt, sicherzustellen, dass jede Bürgerin und Bürger weiterhin Wohnraum in seinem Heimatquartier bewohnen kann. Wohnen darf nicht zu einem Luxus oder ein Spekulationsgut verkommen. Unsere Aufgabe ist es, die Kommunen in ihren Handlungsoptionen zu stärken und zu stützen. Auf einem völlig überhitzten Immobilienmarkt, in dem der Markt buchstäblich eben nicht mehr regelt, ist die Erwartung von Bürgerinnen und Bürgern, dass die Politik für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgt. Nicht nur in Berlin oder München haben wir es mit galoppierenden Grundstückspreisen zu tun. In Kommunen wie in meinem Wahlkreis Mannheim stemmen sich die Rathäuser mit enormen Kraftanstrengungen gegen Wohnraumknappheit und tun mit begrenzten Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, was sie können: Bodenfonds, Quoten, Sanierungssatzungen und vieles mehr. Aus meiner eigenen kommunalpolitischen Erfahrung weiß ich auch ganz genau, unsere Städte und Gemeinden brauchen mehr Handlungsrahmen, mehr Instrumente und natürlich auch mehr Mittel. Sie brauchen den Zugriff auf Grund und Boden, und zwar möglichst zum Verkehrswert und nicht zu völlig überhitzten Marktpreisen. Für mich ist ganz klar, perspektivisch braucht es ein allgemeines Vorkaufsrecht der Kommunen für Grundstücke auf eigenem Hoheitsgebiet. Nur so haben wir die Möglichkeit, die Wohnraumfrage langfristig in den Griff zu bekommen. Wir müssen den Kommunen die Möglichkeit geben, dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihren Quartieren wohnen bleiben können. Die Milieuschutzsatzungen sind dafür ein wichtiger Baustein, welcher dann aber sinnvollerweise gemeinsam mit einem starken Vorkaufsrecht eingesetzt werden sollte. Aber auch die Bundesländer sind hier gefragt. Sie müssen die bereits vorhandenen Instrumente auch zeitnah in Rechtsverordnungen umsetzen, so wie es der Städtetag unlängst in einem dringlichen Appell an die Länder bekräftigte. Neben den üblichen Verdächtigen Bayern, Hessen, hat sich auch mein Bundesland Baden-Württemberg bislang nicht mit Ruhm in dieser Frage bekleckert. Ich meine, ich will ja nicht ungerecht sein. Die grün-schwarze Landesregierung hat ja erst 5 Jahre Wohnraumallianz und dann noch 7 Jahre Strategiedialog Wohnen vor sich. Eine Rechtsverordnung für ein kommunales Vorkaufsrecht lässt sich aber noch Zeit mit, ebenso wie mit einer Zweckentfremdungssatzung für Mietwohnungen. Und genau das wäre gerade im Südwesten des Landes so wichtig, denn in Baden-Württemberg liegen 16 der 30 teuersten Kommunen Deutschlands. Liebe Kolleginnen und Kollegen von The Land, damit darf man sich nicht abfinden. Innerhalb der SPD-Fraktion sind wir uns jedenfalls einig, wir werden schnellstens einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Das Ganze muss aber nicht nur zügig, sondern auch genau umgesetzt werden. Liebe Kollegen von der Linken, vielen Dank, dass Sie dieses Problem auch wiederholt aufgreifen. Aus unserer Sicht ist aber Ihr Vorschlag zu unbestimmt und damit potenziell auch streitanfällig, weshalb wir, das wird Sie nicht wundern, einen eigenen Gesetzentwurf vorbereiten und vorlegen werden. Ich denke aber, dass wir uns einig sind, dass es eine wasserdichte Lösung braucht, mit der die Rathäuser dieser Republik auch verlässlich arbeiten können. Daran wollen wir gerne auch gemeinsam arbeiten, damit die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft bezahlbar wohnen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner erhält in dieser Debatte das Wort Herr Enak Ferlemann für die CDU-CSU-Fraktion. Geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beraten heute einen Gesetzentwurf der Fraktion Die Linken zum Vorkaufsrechtsverzicht bei Milieuschutzgebieten. Und man kann sagen, dieser Gesetzentwurf ist an Sozialromantik gar nicht zu überbieten. Was ist denn das Kernproblem? Das Kernproblem ist, dass wir es in den Städten mit steigenden Mieten zu tun haben, mit zu wenig Wohnraum, mit starkem Zuzug, mit anderen Lebensformen, die gewünscht werden. Und darauf muss der Wohnungsmarkt eine Antwort geben. Und die Antwort der Linken ist, es muss eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Es soll keine Veränderung geben. Deswegen greift man am besten in das Eigentumsrecht ein und verbietet jegliche Veränderung. Und wenn denn ein Eigentümer veräußern will und es weitergeben will, aus wirtschaftlichen Gründen,
aus bestimmten Interessen, die er hat, vielleicht sein Kapital anders zu legen, dann soll das verboten werden. Dann sollen die Kommunen die Möglichkeit haben, einzugreifen. Sie selber kennen das, dass das zum Teil Monate, wenn nicht sogar jahrelange Verhandlungen nach sich ziehen kann, ob eine Kommune das Vorkaufsrecht zieht oder nicht. Es kommt dann zu Vereinbarungen, ob man das macht oder nicht oder wie man es macht. Und das alles verzögert das Bauen, verteuert das Bauen und wird dem Problem überhaupt nicht gerecht. Und weil man das ausufernd in einigen großen Städten benutzt hat, dieses Instrument, kam es eben zu einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Und ich kann nur sagen, die Richter haben sehr weise entschieden. Die Richter haben nämlich gesagt, man kann nicht ein Vorkaufsrecht ausüben mit der Begründung, ein zukünftiger Eigentümer könnte etwas aus Sicht der Kommune Falsches mit diesem Grundstück machen. So mal vereinfacht gesagt. Und genau das ist der Punkt. In einer Marktwirtschaft, auch gerade in einer sozialen Marktwirtschaft, brauchen Sie den Schutz des Eigentums. Das ist ein ganz hohes Gut, ohne das die Marktwirtschaft nicht funktioniert. Nur wird es manche bei den Linken geben, die vielleicht sagen, wir wollen das ja auch gar nicht mehr so mit der Marktwirtschaft. Aber wir als Christdemokraten, wir wollen das mit der Marktwirtschaft. Das hat dieses Land reich und nach vorne gebracht, reich gemacht und nach vorne gebracht. Und insofern gilt es, das Eigentumsrecht zu schützen. Und hier ist eben der Kernpunkt, wie kann man jetzt beides miteinander zusammenbringen? Auf der einen Seite das Eigentumsrecht zu schützen und eine geordnete Entwicklung der Städte voranzutreiben und auf der anderen Seite natürlich auch den Schutz der Mieterinnen und Mieter, die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung, derjenigen, die lange in einem Viertel leben, auch zu berücksichtigen. Und das kann man hinbekommen. Wir haben eine ganze Fülle von bebauungsmäßigen Instrumenten. Ob Sie denn den Bauleitplan nehmen, die Satzung, die Sie haben, ob Sie Gestaltungssatzung nehmen. Von Milieuschutzsatzung halte ich allerdings nicht allzu viel, denn sie zementieren einen Zustand, der heute vielleicht noch gewünscht ist, in 10, in 20, vor allem in 30 Jahren völlig überholt sein kann. Warum soll die Mieterin im dritten Stock, die ältere Dame, nicht davon profitieren, dass es einen Fahrstuhl gibt, der eingebaut wird? Das ist einfach sinnhaft. Und wir werden es in einer älter werdenden Bevölkerung noch erleben, dass wir das viel mehr diskutieren werden, als wir es vielleicht noch heute tun. Es gibt viele andere Dinge, ob Sie jetzt die Gebäude verändern wollen, was den ganzen Klimaschutz und anderes angeht. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von der Linken? Ja, gerne. Frau Präsidentin, und vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage ermöglichen. Ich gebe zu, dass ich Sie bislang nicht kannte, deswegen habe ich gerade gegoogelt. Ich habe dann bei Wikipedia gefunden, dass Sie geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Mingram Immobilienhandel Unternehmensberatung GmbH sind. Und dann habe ich mich ganz kurz gefragt, ob Ihre Haltung, die Sie hier gerade vortragen, und die sich übrigens eklatant unterscheidet von der Haltung der Unionskolleginnen und Kollegen in München, die dort in Verantwortung sind und die das Vorkaufsrecht gerne wieder zurück hätten, ob diese Ihre Haltung eventuell mit Ihren eigenen Interessen begründet sein könnte und ob da vielleicht ein gewisser Interessenkonflikt sogar vorliegt, nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter handeln zu können. Ja, schönen Dank für Ihre freundliche Frage. Es wundert mich ein bisschen, dass Sie mich gar nicht kennen. Dann können Sie mit Verkehrsprojekten in den letzten Jahrzehnten ja nicht viel zu tun gehabt haben. Sonst würden Sie das wahrscheinlich wissen. Aber sei es drum. Wir haben eine neue Aufgabenzusammenstellung. Insofern werden Sie in den nächsten Jahren mit mir in diesem Gremium des Ausschusses vorlieb nehmen und mich des Öfteren in diesen Debatten auch erleben. Und ich kann Ihnen sagen, ein Interessenkonflikt liegt nicht vor, denn die Gesellschaft ist stillgelegt. Das muss man als Staatssekretär machen, weil man gar keine Geschäftige tätigen kann. Und das ist bis zum heutigen Tage so. Insofern gibt es keinen Interessenkonflikt. Und zum anderen, wir sind eine breite Volkspartei. Da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Ich bin Christdemokrat und in meiner Partei ist das unumstritten, das, was ich sage. Wenn es andere Meinungen gibt, das muss man aushalten können. Die grundsätzliche Entscheidung ist immer für das Eigentum bei Christdemokraten. Das war noch nie so anders und ist auch bei Christsozialen so. Da brauchen Sie keine Sorge haben, das auch gar nicht in Frage zu stellen. Zum Kern zurück. Wenn man das regeln will, muss man einen Gesetzentwurf machen für dieses schwierige Thema, der sich am Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes orientiert, das, wie ich finde, ein gutes Recht gesetzt hat. Das ist eine schwierige Aufgabe, diese Abwägung vorzunehmen. Und das wird eine schwierige Aufgabe der Regierungskoalition sein, in den unterschiedlichen Konstellationen diese Abwägung hinzubekommen. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf den Entwurf, den Gesetzentwurf der Regierung zu diesem Thema, zu dem wir dann geeignet auch im Ausschuss wieder Stellung nehmen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als nächste erhält das Wort für Bündnis 90 Die Grünen die Abgeordnete Canan Bayram. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der CDU muss man es immer wieder erklären. Im Grundgesetz steht nicht, Eigentum ist heilig, sondern da steht, Eigentum verpflichtet. Und das sollten Sie sich vielleicht mal näher anschauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die eigentliche Frage, die in dem Vorkaufsrechtsantrag und in dem Gesetzestext, der hier eingebracht wurde, aufgeworfen wird, ist doch, wie gelingt es uns, die Kommunen, die öffentliche Hand in die Gelegenheit zu bringen, Häuser so aufzukaufen, dass die Mischung der Bevölkerung, das sogenannte Milieu, erhalten wird. Und da kann ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren, für uns als Grüne ist das eine unserer Kernforderungen, und an denen halten wir auch fest, meine Damen und Herren. Und wenn Sie hier den Eindruck erwecken wollen, dass hier das Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung getroffen hätte, die wir als Gesetzgeber nicht verändern können, liebe Kollegen von der CDU, da muss ich Sie dann auch korrigieren. Wir sind der Gesetzgeber, und wir können sehr wohl dafür sorgen, dass es endlich wieder ein Vorkaufsrecht gibt. Und wir müssen dafür sorgen, weil die Menschen das brauchen. Tagtäglich sind Menschen von Verdrängung bedroht, weil nämlich Spekulanten, insbesondere in meinem Wahlkreis, in Friedrichshain-Kreuzberg unterwegs sind. Und die kaufen Wohnungen, die wir ihnen nicht überlassen sollten und die wir entweder vorkaufen können oder mit einer Abwendungsvereinbarung davor schützen können, dass das Milieu sich ändert, dass Eigenbedarfskündigungen geltend gemacht werden. Dagegen richtet sich das Vorkaufsrecht. Das ist ein scharfes Schwert, und das wollen wir stärken, meine Damen und Herren. Und den Entwurf der Linken, den kann man nur begrüßen. Gerade ich auch als Berlinerin kann sagen, es ist gut, dass dieser Entwurf im Bundesrat liegt. Dort wird er beraten, und auch vom Bundesrat aus könnte er uns als Initiative hier vorgeschlagen werden. Es ist eine solide Grundlage, die wir beraten sollten. Das enthebt aber die Frau Küsseltepe und die Frau Geiwitz nicht davon, einen gerichtsfesten Vorschlag hier als Formulierungshilfe dem Parlament vorzulegen. Darauf haben wir uns verständigt, und da kann ich nur sagen, habe ich genauso den Druck, dass wir das schnell brauchen, damit wir die Menschen vor Verdrängung schützen, und das nicht nur in meinem Wahlkreis, sondern im ganzen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unsere Verantwortung als gewählte Abgeordnete, und dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes erhält das Wort für die AfD-Fraktion Caroline Bachmann, und sie wird von oben sprechen. Nee, das Moment, die Zeit läuft noch nicht. Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, erst 3 Wochen sind vergangen, dass ich mich zu Ihren linken Plänen schon mal geäußert habe. Noch immer sind Sie vom Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten überzeugt. Ihr Wunsch nach sozialistischen Verhältnissen scheint Ihnen ein inneres Bedürfnis zu sein. Denken Sie wirklich, dass nach der Wohnungsübernahme durch städtische Unternehmen paradiesische Zeiten für die Mieter anbrechen? Stellen wir eines richtig: Milieuschutz ist kein Mieterschutz, sondern nur Ihr Klientelschutz. Der Berliner Mieterverein hat bereits auf 31 Seiten hunderte Straßenzüge mit Berliner Milieuschutzgebieten veröffentlicht. Doch die Gebietsausweisung und ihr kommunales Vorkaufsrecht garantieren weder Mietenstabilität noch sind sie ein Wohlfühlgarant für die Bürger. Jawohl.
Besonders absurd wird es, wenn städtische Wohnungsunternehmen nach Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts die Mieterhöhung durchsetzen, die angeblich verhindert werden sollte. Berlin zeigt, was passiert, wenn der Staat zu weit in den Markt eingreift. Die Berliner Morgenpost titelte am 18. Januar diesen Jahres: Baustau in Berlin auf Rekordniveau. Mehr als 66.000 erteilte Baugenehmigungen für Wohnungen werden in Berlin derzeit nicht realisiert. Begrüßenswert wäre, wenn die Linke Vorschläge unterbreitet, die tatsächlich zur Lösung der sozialen Wohnungsfrage beitragen. Und zwar so, dass genug bezahlbarer Wohnraum für alle nachhaltig zur Verfügung steht. Stattdessen reiten Sie auf dem kommunalen Vorkaufsrecht herum. Was heißt das in der Praxis? Wohnungsbaugesellschaften kaufen in Zukunft mit viel Steuergeld teure Bestandswohnungen auf, verhindern deren Sanierung und schaffen damit auch keine neuen Wohnungen. Und da die große rot-grüne Politik ihren Kurs wohl nicht korrigieren wird, sehe ich schon, wie sie demnächst in allen Städten, und Sie haben das ja gerade angekündigt, hunderte Straßen als Milieuschutzgebiet ausweisen werden. Ich sehe, wie das Vorkaufsrecht jeweils gezogen wird, und ich sehe, wie der Bestand unserer Immobilien nach und nach verfällt und unattraktiv für die Bürger wird, die darin wohnen. Jawohl. Ihre scheinsoziale Idee trifft wieder den deutschen Steuerzahler. Die eigentliche Wohnungsnot aber bleibt bestehen. Ja, sie würde sich sogar verschlimmern. Unser Rat an Sie: Legen Sie Ihre ideologischen Scheuklappen bitte ab. Suchen Sie nach echten Lösungen für den Wohnungsmarkt. Beheben Sie den Wohnungsmangel und verhindern Sie Mieterhöhungen ganzheitlich und nachhaltig. Unterstützen Sie zum Beispiel hierzu unsere Positionen zur Inflationsbekämpfung, zum Eigentumsschutz, bei Steuer- und Energiepreissenkungen, und stoppen Sie mit uns die Migrationspolitik. Schützen Sie nicht nur Ihre Mieterklientel, schützen Sie bitte die gesamtdeutsche Bevölkerung. Doktern Sie nicht an den Symptomen herum, unterbreiten Sie wie wir ganzheitliche Lösungen. Das würde die Mieter und auch die Investoren der Immobilien freuen. Wir als AfD-Fraktion lehnen Ihren Gesetzesentwurf daher ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Und als nächstes erhält das Wort für die FDP-Fraktion der Kollege Daniel Vöst. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, also Frau Bachmann, wenn wir Ihr Zuwanderungskonzept durchsetzen, haben wir niemanden, der die Wohnungen baut, die wir brauchen. Die AfD ist sowas von daneben immer. Es wird so freiwillig lächerlich, ist unglaublich. Frau Beiran, wir waren ja gemeinsam in der Verhandlungsgruppe, hat ja auch Spaß gemacht. Wir haben aber nicht festgehalten, dass wir einen Gesetzentwurf vorlegen zum Milieuschutzgesetz. Wir haben festgehalten, wir prüfen, ob gesetzgeberisches Handeln notwendig ist. Also wenn wir den Koalitionsvertrag zitieren, dann bitte richtig. Es ist absoluter Konsens, dass wir bezahlbaren Wohnraum brauchen. Gerade im Ballungsgebiet, da widerspricht ja keiner. Und es ist ja, ich glaube, wir sind auch einig, dass es Sinn macht, gewisse gewachsene Strukturen in den Kommunen auch besonders zu schützen. Aber zwei Punkte muss ich dann doch zur Praxis im Vorkaufsrecht einfach mal erwähnen, weil es irgendwie bis jetzt noch keine Rolle gespielt hat. Für das Vorkaufsrecht wurde in der Praxis unheimlich viel Steuergeld ausgegeben. Berlin in wenigen Jahren 530 Millionen Euro, München in nur zwei Jahren 236 Millionen Euro. Das ist wirklich, wirklich viel Geld. Und tatsächlich gebracht hat es ja nicht so viel. Man kann ja nicht sagen, dass die Mieterinnen und Mieter in Berlin sehr, sehr zufrieden wären mit der Entwicklung des Wohnungsmarktes. Und zweitens muss man auch mal festhalten, ich möchte es nur einmal erwähnen, damit es mal gesagt wurde, die Praxis des Vorkaufsrechts in den letzten Jahren war rechtswidrig. Das war das Urteil einer der höchsten gerichtlichen Instanz in Deutschland. Es war im Kern des Urteils, hieß es, der Eingriff ins Eigentum muss besser begründet werden. Das ist der Kern. Und deswegen ist es auch richtig, allein aus diesen drei Gründen, dass wir mal wirklich genau hinschauen, was funktioniert, dass wir genau prüfen, ob es gesetzgeberisches Handlungsbedarf beim Vorkaufsrecht gibt. Und das werden wir auch tun. Ich habe aber das Gefühl, wir müssen mal darüber reden, was das Ziel des Vorkaufsrechts ist.
Weil wenn es nämlich dann wirklich darum gehen soll, was ja die Linke immer so gern erwähnt, die Mieten zu senken, sich gegen Mieterhöhungen zu wehren, dann wiederhole ich, was ich vorhin gesagt habe, es funktioniert ja nicht. Die Mieten in Berlin, die sind doch alles andere als gesunken. Also ist es dann auch, also dann muss man schon auch mal erläutern, was man mit diesen wirklich hunderten Millionen tatsächlich auch macht. Und es tut mir wirklich leid, wenn es darum geht, die Wohnkosten in den Griff zu bekommen. Da müssen wir mehr bauen, schneller bauen und günstiger bauen. Das ist die Lösung, um die Mieten in den Griff zu bekommen. Und ja, gerne. Ich habe zwar Plenumsdienst bis zum Ende des Tages. Entschuldigung, ja, Frau Präsidentin, sehr gerne. Auch wenn ich Plenumsdienst bis zum Ende des Tages habe. Och, Herr Lukczak, du weißt doch, wie das ist. Ernsthaft. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Und Herr Fürst, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Fürst, Sie haben jetzt noch mal gesagt, dass die Situation so wäre, dass die Kommunen ja da Geld aus dem Fenster werfen würden für das Vorkaufsrecht. Und gleichzeitig kenne ich die FDP so, dass sie immer sehr stark für die Eigenverantwortung der Kommunen plädiert. Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Debatte ja auch noch mal einen Beschluss Ihres FDP-Parteivorstandes angeschaut, wo in 2020 das noch mal ausdrücklich betont wurde, dass eigenverantwortliche, innovative Leistungen auch der Kommunen gelobt werden. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Sie so gegen das Vorkaufsrecht der Kommunen wettern, ob das Vorkaufsrecht und auch die Eigenverantwortung nur dann gilt, wenn es der FDP und vielleicht auch der Immobilienlobby in den Kram passt, oder ob das eben für alle Kommunen gilt, egal wie sie politisch geführt werden und dort verantwortlich mit dem Steuergeld möglicherweise dann auch umgehen. Also gilt das für alle oder gilt das nicht für alle? Und ein letzter Satz, weil Sie gesagt haben, die Mieterinnen und Mieter würden davon nicht profitieren. Ich lade Sie gerne ein. Kommen Sie in meinen Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost. Wir haben dort sehr, sehr viele Häuser, wo die Mieterinnen und Mieter tatsächlich durch das Vorkaufsrecht vor Verdrängung geschützt worden. Ich sage Ihnen, jeder, der dort wohnt, wird Ihnen sagen, Sie sind froh, dass das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde. Kommen Sie dorthin, ich lade Sie ein, machen Sie sich selbst ein Bild, statt hier zu behaupten, es wäre nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Also Herr Meiser, ich weiß, also mal ernsthaft, ich weiß jetzt wirklich nicht, wann ich gesagt habe, es ist nicht im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Was ich gesagt habe, und das wiederhole ich gern nochmal, weil es ist schon später und die Aufmerksamkeitsspanne überschaubar, wir müssen prüfen, ob es das beste Instrument ist. Und da haben Sie gerade eben wirklich gesagt, das Vorkaufsrecht, das seit 1983 gilt, sei ein innovatives Instrument. Das wird seit über 40 Jahren verwendet, laut Meinung des Bundesverwaltungsgerichts in den letzten Jahren rechtswidrig. So. Für 512 Millionen Euro, 530 Millionen Euro in Berlin sind 2.700 Wohnungen gekauft worden. Ich habe wirklich, ich gönne jedem, dass der Staat ihm Geld gibt. Aber nachhaltig ist das nicht und es lässt übrigens noch mehrere Millionen andere Mieterinnen und Mieter außen vor. Wir müssen Mieter schützen, wir müssen Milieu schützen. Zu glauben, der Staat kann sich endlos vollsaugen mit Wohnungen und er hätte das Problem gelöst. Das ist in der Tat kurzsichtige, linke, nicht nachhaltige und in keiner Weise innovative Politik. Aber vielen Dank für die Frage. So. Wenn es dann also jetzt auch wieder tatsächlich um die Mieten geht und um die Verbrennung, dann müssen wir auch mal prüfen, und das haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, da müssen wir mal prüfen, ob dieses städtebauliche Instrument, ich korrigiere mich, ob dieses teure städtebauliche Instrument auch wirklich im Kontext mit den anderen Mietregelungen funktioniert oder wie es funktioniert. Es ist ja mitnichten so, dass das Vorkaufsrecht durch das Urteil abgeschafft wurde. Es ist ja auch mitnichten so, dass es im Milieuschutzgebiet keine Maßnahmen gibt. Nach wie vor ist jede Investition ins Gebäude, das zu einer Mieterhöhung führen könnte, nicht muss, führen könnte, steht unter Genehmigungsvorbehalt. Gleichzeitig gelten alle mietrechtlichen Vorgaben wie in jedem anderen Teil der Stadt auch. Die Mietpreisbremse, die wir verlängern werden, die Kappungsgrenze, die wir nachschärfen. Also es ist ja nicht so, dass die Gemeinden nicht geschützt sind. Wir müssen aber prüfen, ob das Vorkaufsrecht da eine entscheidende Rolle spielt oder ob wir mit dem Geld lieber Wohnungen bauen sollten. Und abschließend, weil Kollege Kevin Kühnert so großzügig war es letzte Mal, die FDP zu loben in seinem Wahlkreis, wenn wir schnell zu einer Lösung kommen. Da sage ich, ich mache das Gegenangebot, wir werden die SPD in ganz Bayern loben, wenn wir es ordentlich machen, zielgenau und nachhaltig. Und das Milieuschutzgebiet Bayern, das hat frischen Wind nötig.
Vielen Dank. Als nächster Redner in dieser Debatte erhält das Wort Brian Nickholz für die SPD-Fraktion, und es ist seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, vorab vielleicht zur Klarstellung, es braucht das Vorkaufsrecht für die Kommunen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor in der Debatte. Uns allen ist aber auch klar, wir brauchen eine rechtssichere und verlässliche Gesetzesgrundlage. Ich werde an dieser Stelle nicht noch einmal die gesamten Argumente wiederholen. Das haben vor allem vor 2 Wochen Claudia Tausend und Kevin Kühnert eindrucksvoll getan. Der Handlungsbedarf ist erkannt. Die Bauministerin hat den Gesetzesentwurf zugesagt, und wir wissen alle, er wird zügig kommen. Wenn wir aber über Wohnungsnot sprechen, dann sprechen wir schon lange nicht mehr nur über Berlin, München, Hamburg oder Stuttgart. In meinem Wahlkreis Recklinghausen II sprechen wir über ganz andere Städte. Wir sprechen beispielsweise über Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl oder Erkenschwick. Hier sind die unterschiedlichen Anforderungen und Voraussetzungen am Wohnungsmarkt greifbar, erfahrbar und erkennbar. In Gesprächen mit meinem Wahlkreis erlebe ich immer wieder, wie Familien daran verzweifeln, ein Baugrundstück zu finden. Und wenn sie fündig werden, ist es kaum bezahlbar. Ich erlebe es, wie schwierig es ist, für größere Familien eine bezahlbare Mietwohnung zu finden. Ich erlebe, wie Menschen in Wohnungen leben, die so heruntergekommen sind, dass darin niemand mehr wohnen sollte, geschweige denn leben. Und die Ohnmacht, die manche überfällt, wenn Vermieter wechseln, schneller als die Mandatsträger wechseln. Die fühlen sich alleine gelassen, in Stich gelassen, auch von der Politik. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern, für diese Menschen müssen wir da sein. Bei all diesen Beispielen zeigt sich im Grunde eine Gemeinsamkeit. Es fehlt den Kommunen schlicht und ergreifend an Geld, auch um das Vorkaufsrecht überhaupt nutzen zu können. In über 12 Jahren Kommunalpolitik habe ich erlebt, wie klein die Spielräume in Haushalten sein können. Und nicht nur in meinem Wahlkreis kämpfen die Städte um jeden Euro. So geht es auch zahlreichen anderen Kommunen in Deutschland. Deshalb braucht es unbedingt ein umfangreiches Maßnahmenbündel, um diesen Herausforderungen vor Ort zu begegnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns eine ganzheitliche Wohnungspolitik entwickeln, unsere Ressourcen genau darauf konzentrieren. Und dafür braucht es übrigens auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften, kann ich Ihnen berichten. Gemeinsam packen wir die großen Aufgaben unserer Zeit an. Denn mit dem Baum vom Wohnen, dem Klimaschutz in dem Wohnbausektor und bei der Wohnungslosigkeit. Wohnen muss bezahlbar sein, das muss unsere Maxime sein. In den Großstädten wie im ländlichen Raum, in den strukturschwachen Regionen wie in den wachsenden Regionen. Wir sorgen für langfristige Verbesserungen für die Menschen vor Ort, gemeinsam mit gestärkten Kommunen, und das konkret, verlässlich und für alle, meine lieben Damen und Herren. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Na, nicht ganz. Und als nächster Redner folgt für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Jan-Marco Lutschak. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich gestehe, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt angesichts des Schauspiels, was uns die Ampel hier gerade geliefert hat. Die Ampel blinkt, mal rot, mal gelb, mal grün. Man weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Einerseits wird gesagt, Koalitionsvertrag, wir prüfen das Vorkaufsrecht. Die anderen sagen, nein, das wird zügig kommen. Auch die Ministerin hat das zu einem ihrer prioritären Projekte erkoren. Die einen klatschen, die anderen klatschen nicht. Sie sind noch nicht mal 100 Tage im Amt, und man hat schon das Gefühl, sie sind in der Schlussphase ihrer Koalition. Und in der Sache, das muss man schon mal sagen, natürlich sind auch wir als Union
gegen Verdrängung. Natürlich wollen wir Gemischte, wir wollen Bunte, wir wollen lebendige Kieze. Aber wir müssen doch mal ehrlich sein in der Debatte. Was sind denn die geeigneten Instrumente dafür? Und da muss man beim Vorkaufsrecht schon mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Denn das ist ein, finde ich, symbolhaft überhöhtes Instrument, was weit überschätzt wird im Kampf gegen die Wohnungsknappheit. Es ist am Ende ein teures Instrument. Es ist ein Instrument, was wenigen hilft. Es ist ein Instrument, was die Symptome, aber nicht die Ursachen bekämpft. Und es ist an vielen Stellen auch noch kontraproduktiv. Die Zahlen, was Berlin anbelangt, sind ja auch hier schon genannt worden. 2674 Wohnungen seit 2015 hat man über das Vorkaufsrecht in gemeindliches Eigentum überführt. 530 Millionen Euro hat man dafür ausgegeben. Und jetzt kann man ja mal rechnen, was heißt denn das eigentlich? Das sind pro Wohnung 200.000 Euro fast. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, eine Haushaltsgröße, die ist im Durchschnitt nur 1, also reden wir mal von 2 großzügig, dann bedeutet das, wir haben 100.000 Euro pro Person ausgegeben. Steuergelder, die wir ausgegeben haben. Und jetzt frage ich mal, was hätte man mit diesem Geld eigentlich alles sonst noch machen können? Wie viele Belegungsrechte hätte man kaufen können? Wie viele Subjektförderung, höheres Wohngeld hätte man machen können? Nur mal als Beispiel, 250 Euro pro Monat über 30 Jahre hätte man jemanden zahlen können. Und ich kann Ihnen sagen, damit hätte man wirklich Menschen geholfen. Aber doch nicht mit diesem Vorkaufsrecht, was wirklich wenigen Menschen geholfen hat auf Steuerzahlerkosten und viele andere haben nichts davon gehabt. Und man könnte ja auch einmal einen ganz verwegenen Gedanken haben, was wäre, wenn wir diese 500 Millionen in Wohnungsneubau gesteckt haben? In neue Wohnungen, was wirklich etwas auf den Wohnungsmärkten gebracht hätte. Nichts davon ist passiert. Und deswegen ist diese Debatte um das Vorkaufsrecht, die ist genau wie die Enteignungsdebatte, die ist ideologisch, die ist populistisch und am Ende ist sie wirkungslos. Und jetzt noch ein Punkt. Am Ende ist es ja sogar auch oft noch kontraproduktiv. Denn was passiert denn unter Bezugnahme auf das Vorkaufsrecht? Eigentümer bzw. die Käufer, die werden unter fragwürdigen und manchmal rechtsstaatlich durchaus bedenklichen Annahmen, Unterstellungen zum Abschluss von Abwendungsvereinbarungen genötigt. Und was steht in diesen Abwendungsvereinbarungen? Ich weiß nicht, wer sich das schon mal angeschaut hat. Ich habe mir das angeschaut. Da steht eine ganze Menge drin. Und zwar vor allen Dingen Verbote, was man alles nicht machen darf. Wir haben schon von dem Kollegen Ferlemann gehört, von dem Fahrstuhl. Entschuldigung, Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Bernhard Daldrup aus der SPD-Fraktion? Selbstverständlich immer gern. Ich habe auch keinen Plenardienst heute mehr, Daniel Fürst. Vielen Dank, Herr Lutschak, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Ich wollte aber eine kleine Relativierung, weil wir ja jetzt so gemeinsam im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung zusammenarbeiten. Herr Ferlemann ist, glaube ich, auch dabei. Der hat ja gerade mal erklärt, wie die Einheit der Union so aussieht, dass es sozusagen selbstständig politisch denkende Menschen auch in der Union gibt, zwischen Bayern und Mehr Einheit als in der Ampel, würde ist ich sagen. Ist ja schon mal so viele Unterschiede, merke ich da bei Ihnen nicht, ne? Aber jetzt geht es ja hier um die Frage des Vorkaufsrechts, um eine Regelung im Baugesetzbuch, um eigentlich die Ausübung der kommunalen Planungshoheit, um kommunale Selbstverwaltung. Es geht um ein Vorkaufsrecht und nicht um eine Vorkaufspflicht. Warum sind Sie eigentlich so sehr dagegen oder besser gesagt dafür, die Freiheit der kommunalen Selbstverwaltung einzuschränken? Warum glauben Sie eigentlich, es wäre ein Akt von politischer Verantwortung, dass Sie den Kommunen vorschreiben dürfen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen? Es mag so sein, dass es Fehlentscheidungen beim kommunalen Vorkaufsrecht gibt. Das mag sein. Es mag aber auch sein, dass viel an sozialem Zukunft und Milieu sozusagen gesichert worden ist. Aber lassen Sie doch die kommunal demokratisch legitimierten Menschen darüber entscheiden. Lassen Sie doch einfach dieses Recht wahrnehmen, weil Sie doch sonst auch immer sagen, die Kommunen, das ist nicht das Kellergeschoss der Demokratie, sondern ihr Kern. Warum sind Sie da so halsstarrig? Vielen Dank, Herr Kollege Daldrup. 3 Punkte möchte ich ganz gerne erwidern. Zum einen, was die Einheit der Union anbelangt, da brauchen Sie sich bestimmt keine Gedanken machen. Wir sind deutlich einheitlicher als was die Ampel heute hier präsentiert hat. Zum einen. Zum anderen sitzen Sie ganz offensichtlich einem Missverständnis auf. Keiner von uns hat hier irgendwie gefordert, das Vorkaufsrecht abzuschaffen. Ich habe das nicht gefordert, der Kollege Ferlemann hat es nicht gefordert, niemand hat das gefordert. Sondern es geht darum, dass das Vorkaufsrecht, so wie es jetzt im Baugesetzbuch steht, dass das gilt. In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes. Es ist ja richtig darauf hingewiesen worden vom Kollegen Fürst von der FDP. Es ist rechtswidrig angewendet worden in den letzten Jahren. So, und jetzt kann man ja darüber diskutieren, das wird ja in der Ampel offensichtlich gemacht, aber das möchte ich doch bitte klarstellen, niemand von uns fordert, das Vorkaufsrecht abzuschaffen. Und jetzt haben Sie mich ja gefragt, was ich gegen
starke Kommunen habe, was ich gegen freie Entscheidungen von Kommunen habe. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich will aber gerne zugestehen, dass ich ein wenig geprägt bin, zugegebenermaßen von meiner Heimatstadt Berlin. Und da gibt es eben insbesondere einen Baustadtrat, Frau Kollegin Bayram, aus Ihrem Wahlkreis, Friedrichshain-Kreuzberg, der Florian Schmidt. Florian Schmidt heißt er, das weiß ich, vielen Dank, der dieses Vorkaufsrecht und viele andere Instrumente als Aktivist genutzt hat, nicht nach rechtsstaatlichen Kriterien, sondern mit der DIESE-EG und mit vielen anderen Dingen als Aktivist genutzt hat. Und deswegen ist mein Vertrauen darauf, dass in Kommunen, und das sieht man ja auch bei den ganzen Diskussionen, die wir hier jetzt heben, von eigentlich von allen Rednern der Ampel, bis auf Herrn Föst, den will ich lobend an der Stelle ausnehmen, alle haben dieses Vorkaufsrecht in einen Zusammenhang gebracht, dass es um Mieterschutz alleine geht, dass wir das brauchen, um die Bezahlbarkeit des Wohnens herzustellen und viele andere Dinge, die das Vorkaufsrecht in dieser Form aber nicht beinhaltet. Und deswegen nochmal, wir haben nichts gegen das Vorkaufsrecht, wir haben nichts gegen starke Kommunen, wir wollen auch Menschen vor Verdrängung schützen, wir wollen aber die richtigen Instrumente dafür einsetzen und da ist das Vorkaufsrecht eben nicht das richtige Instrument an der Stelle. Und jetzt lassen Sie mich zum Schluss noch zwei Punkte sagen. Ich hatte ja gesagt, das Vorkaufsrecht hat mit Blick auf die Abwendungsvereinbarung, die Käuferinnen und Käufern aufgenötigt werden, auch kontraproduktive Elemente. Denn nochmal, was steht da drin? Wir haben von dem Fahrstuhl gehört, Enna Qualemann hat darauf hingewiesen, dass die alte Dame mit der Hüftoperation, die vielleicht in der vierten Wohnung ihren vierten Stock ihre Wohnung hat, die kommt eben nicht mehr rauf, wenn ich keinen Fahrstuhl einbauen darf. Was ist mit den Familien, die händeringend nach größeren Wohnungen suchen, wenn sie noch ein Kind mehr bekommen? Das geht nicht, weil man nicht mehr zusammenlegen kann. Was ist mit der energetischen Modernisierung beim Klima? Das steht in Abwendungsvereinbarungen explizit drin. Es darf nicht energetisch modernisiert werden. Und dann frage ich Sie mal nach Ihrer Konsistenz in der Ampel. Sie haben jetzt gerade in den letzten Tagen ein Papier vorgestellt, wo Sie Eigentümer zur Sanierung von Wohnungen zwingen wollen, ansonsten werden Sie sie mit CO2-Mehrkosten belasten. Sie wollen die Eigentümer zwingen. Und jetzt gleichzeitig sagen Sie, Sie wollen das Vorkaufsrecht, damit Abwendungsvereinbarung und damit genau das verhindern. Das ist doch eine widersprüchliche Politik. Das kostet Akzeptanz, das kostet Glaubwürdigkeit und das kostet am Ende die Legitimation von Politik. Und deswegen ist die Ampel an dieser Stelle nicht glaubwürdig und deswegen werden wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen, den die Linke hier eingebracht hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächste Rednerin folgt für Bündnis 90 die Grünen Hanna Steinmüller. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dachte eigentlich, nachdem wir das Thema vor 3 Wochen schon mal hatten, dass mittlerweile ein bisschen mehr Sachkenntnis im Raum wäre. Ich habe den Eindruck, es ist nicht so, von daher noch mal ganz klar zur Differenzierung. Wir brauchen Mieterinnenschutz, Sanierungsgebiete und wir brauchen Neubau. Das alles ständig durcheinander zu wischen, führt nicht dazu, dass wir am Ende eine sachlichere Diskussion haben. Und von daher alle Argumente, was man alles im Neubau machen könnte, das schließt sich nicht aus. Nichtsdestotrotz brauchen wir das Vorkaufsrecht. Und Herr Lutschak, Sie haben ja gesagt, wie viel Geld das kostet. Wir beide wissen, dass meistens gar nicht die Immobilie zugunsten eines Dritten oder von der Kommune gekauft wird, sondern dass diese Abwendungsvereinbarungen geschlossen werden. Von daher geht es da gar nicht um Geld, das kostet nichts. Und wir beide wissen auch, dass in Ihrem Wahlbezirk Tempelhof-Schöneberg, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit dem damals zuständigen Stadtrat Jörn Oltmann, energetische Modernisierung genehmigt wurden. Das ist der Fall. Von daher, wenn Sie das Gegenteil behaupten, fragen Sie in Ihrem Bezirksamt, in Ihrem Wahlkreis nach. Das ist nicht der Fall. Jetzt aber zurück zum Vorkaufsrecht, worum es ja eigentlich gehen sollte. Ich glaube, im Ziel sind wir uns klar, wir wollen, wie die Linke, das Vorkaufsrecht wiederherstellen. Wir haben aber einige Fragen, die wir einfach noch klären müssen. Die erste ist, reicht eine Änderung des Paragraphen Nummer 26 Nummer 4 des Baugesetzbuches, um das Vorkaufsrecht nachhaltig wiederherzustellen? Oder müssen wir vielleicht mehr machen? Müssen wir vielleicht klarer definieren, wann ein Vorkaufsrecht nach § 24 Absatz 3 BauGB zum Wohl der Allgemeinheit in Erhaltungsgebieten gezogen werden kann? Müssen wir vielleicht in Fällen von möglicher Spekulation, wo es das Vorkaufsrecht eben nicht für die Gemeinden gibt, müssen wir da nachschärfen, dass wir es zum Beispiel
im Wohneigentumsrecht und beim Erbbaurecht neu einführen? Das sind Fragen, die wir klären müssen. Und als Letztes, weil das Vorkaufsrecht so wichtig ist, wir brauchen mehr Personal und mehr finanzielle Mittel für die Kommunen, damit es auch wirklich gezogen wird. Darüber müssen wir in den nächsten Wochen diskutieren. Deswegen, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Debatte. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier darüber gesprochen haben. Aber im Sinne der Mieterinnen und Mieter sollten wir das tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und als letzte Rednerin in dieser Debatte erhält das Wort Franziska Maschek für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das ist ja hier eine ganz muntere Debatte. Und da fragen sich doch die einen oder anderen, wozu dieses Vorkaufsrecht dienen soll. Vielleicht können wir ja mal aus der ländlichen Perspektive noch mal einen kleinen Schwung da reinbringen. Wir drehen einfach mal ein bisschen den Fokus und gucken, was die ländlichen Regionen betrifft. Dort kann nämlich das Vorkaufsrecht als wirklich wichtiges Gestaltungsinstrument für Kommunen und aktive Wohnungs- und Bodenpolitik dienen. Einerseits können die Dorfkern und Innenstädte lebendig gestaltet werden, aber andererseits, und das ist ja noch mal viel wichtiger, können Bürgerinnen und Bürger aktiv in diese Prozesse eingebunden werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Entwicklung von Dorf- und Stadtkernen ist es nämlich manchmal notwendig, unbebaute Grundstücke, leerstehende Gebäude für eine zukunftsfähige Gemeinde nutzbar zu machen. Lassen Sie uns doch mal diesen Quartiersbegriff auf eine kleine Stadt oder auf ein Dorf anwenden. Ziel muss es doch sein, Wohnen, Leben, Nahversorgung an einem Ort zu haben. Ich muss morgens meine Kinder in die Kita bringen können, einen Arzt aufsuchen, einkaufen gehen, Sport- und Kulturangebote müssen zur Verfügung stehen. Und es muss doch für Kommunen möglich sein, in Stadtzentren gute Schulstandorte zu entwickeln oder für ältere Menschen zum Beispiel Wohnmöglichkeiten. Das hätte ja interessanterweise auch gleichzeitig den Vorteil, dass keine weiteren Flächen versiegelt werden, während Gebäude im Zentrum oder im Dorfkern leer fallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir von Teilhabe sprechen, bedeutet das auch, dass mithilfe des Vorkaufsrechts Kommunen gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern Stadtentwicklung gestalten können. Das ist gelebte Demokratie, und das fördert auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Verantwortliche in Gemeinden und Kommunen ländlicher Regionen kennen unmittelbar die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger vor Ort und können deshalb besonders gut einschätzen, an welcher Stelle welche Maßnahmen notwendig sind. Lebendige Kleinstädte und Dörfer sind nämlich auch genauso von der Mietpreissteigerung in den urbanen Zentren betroffen, und gleichzeitig brauchen sie dort mehr Entwicklungsspielräume. Dafür müssen sie Bürgerbeteiligung fördern. Das stärkt wiederum das Vertrauen in Demokratie und darin, etwas vor Ort wirklich bewegen zu können. Liebe Kolleginnen, und Kollegen, wir, die SPD-Bundestagsfraktion, stehen für eine sozial gerechte Transformation in der Stadt und auf dem Land. Und um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir die Kommunen begleiten, bestehende Kooperationen stärken und vielleicht manchmal auch einfach häufiger vom Dorf her denken. Auch in diesem Sinne werden wir das Vorkaufsrecht gemeinsam mit Bundesministerin Clara Geiwitz zukunftssicher aufstellen. Dafür müssen wir es eben auch genau ausarbeiten. Vielen Dank und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich schließe damit die Debatte. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 679 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 5 und 6.